Herzlichen Dank, Herr Schäbel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zur offiziellen Eröffnung der diesjährigen City-Kirche. Ich freue mich sehr, dass Sie schon zum offiziellen Teil hier so zahlreich erschienen sind und freue mich sehr, dass es dem Veranstalter gelungen ist, selbst das Wetter top zu organisieren. Denn heute Morgen sah und besonders gestern Nacht sah es noch etwas anders aus, aber ich denke, es ist richtig gelungen. Ja, die City Kirmes ist in diesem Jahr zum 37. Mal zu eröffnen. 37 Mal City Kirmes in Herford. Damit kann man schon von einer Tradition sprechen. Und ich denke, es ist eine Tradition, die angenommen worden ist. Die Veranstaltung ist angenommen worden. Und sie ist aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Herford nicht wegzudenken. Das ist schön, das ist gut so. Neben dem Kirmesvergnügen ist damit verbunden auch eine Belebung der Innenstadt und das zeichnet eine aktive Stadt aus. Ich freue mich sehr, dass wir zum ersten Mal in diesem Jahr eine musikalische Begleitung von Firebirds haben, einer Abordnung des Blasorchesters der Feuerwehr. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und freue mich sehr, dass wir das Blasorchester in Gänze auch im Rahmen dieser City-Kirmes noch erleben können, nämlich am verkaufsoffenen Sonntag, wo es eben möglich ist, neben den Kirmesvergnügen auch einkaufsmäßig zu bummeln und tolle, attraktive Musik zu hören. Also der Sonntag nicht in Herford ist, hier in unserer Innenstadt, macht einen großen Fehler. Herr Schäbel hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, welche tollen Programmpunkte anstehen. Sehen wir 5 Tage Kirmesvergnügen pur. Wir haben Fahrgeschäfte, die der ersten Kategorie sozusagen angehören, besondere Attraktionen darstellen, aber auch Traditionsfahrgeschäfte. Und das Wichtigste, vor allen Dingen die Kinder kommen nicht zu kurz. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende bei einem Kirmesvergnügen, aber auch für das leibliche Wohl jetzt in bekannter Art und Weise sehr professionell gesorgt werden, sodass sie sich alle wirklich 5 Tage vergnügen können. Ich freue mich auch sehr, dass es gelungen ist, zum 5. Mal den Spaßtag durchzuführen. Es ist der Montag und da können Sie also auch zu günstigen Tarifen die Fahrgeschäfte entsprechend aufsuchen. Schön finde ich auch den Hinweis von Herrn Schäbel zum Thema Lichtblicke. Toll finde ich, dass das in diesem Jahr diese gute Aktion von Radio Herford auch mit dieser Kirmesveranstaltung verbunden wird. Wir alle können einen Beitrag leisten, Menschen zu helfen, die unsere Hilfe benötigen. Und wenn wir im Rahmen von solchen Veranstaltungen daran denken, ist das etwas Besonderes. Ich möchte es abschließend natürlich nicht verweilen, mich bei den Machern dieser City Kirmes herzlich zu bedanken. Herr Sobeck, Frau Schulz und Ihre Mannschaft, Kompliment, was wieder auf die Beine gestellt worden ist. Auch Dank für Rüstung, Mitteldeutscher Schaustellerverein. Das Zusammenspiel zeigt sich einmal an dieser Veranstaltung mehr als richtig. Anders kann man das glaube ich nicht sagen. Und ich wünsche mich natürlich auch weiter danken bei den Sponsoren, denn ohne Sponsoren. So eine Veranstaltung ist möglich. Ein herzliches Dankeschön der Herforder Brauerei und ein herzliches Dankeschön, das erste Mal ist als Sponsor der Go-Park dabei. Also Sie können auch davon ausgehen, dass Sie im Rahmen dieser Veranstaltung tolle Disco-Musik zu hören kriegen und wer sich hier auf der City-Kirmes verblüht hat, sollte den Tag zumindest vom Alter her noch klappt im Go-Park auslaufen lassen. In diesem Sinne uns allen ein tolles City-Kirmes verblühen und jetzt wird höchste Zeit, dass ich die 37. City-Kirmes offiziell für eröffnet werde. Herzlichen Dank. Thank you.
Ich glaube, der Leger, das ist das erste Mal hier.